Hey und herzlich willkommen zurück zu Minecraft das Mittelalter. Und wir sind ja jetzt wirklich im Mittelalter und da brauchen wir echt ein bisschen Gras. Also ich merke, wir brauchen hier noch eine Menge Zeug. Ich nehme mal gerade das Bett mit. So. Wir brauchen hier noch eine Menge Zeug, aber erstmal würde ich gerne hier, was hatte ich denn jetzt vor, bevor ich Luzi holen gefahren bin? Ich hatte irgendwas vor, ich entsinne mich. Ach so, ich weiß es wieder. Ich backe ja noch dafür. Die Knöpfe, die möchte ich schon gerne alle behalten, wenn es geht. Ich mich freuen drüber. Ich möchte meine Knöpfe nicht verlieren, aber die hier werde ich verlieren. Oh, den habe ich sogar gekriegt. Habe ich noch ein Gerüst? So. So könnte ich auch diese Knöpfe behalten. Schön. Knopfimente haben wir gemacht. Knopfhopf. Oder so. So, da backte ich ja, bug ich Stein. Was bug ich da? Glatterstein. Ach, richtig, die brauche ich auch noch. Da muss ich hier noch weiter backen, damit ich hier jetzt. Zack, zack, zack. Ne, warte mal. Ich brauche 6. 12. Bei dem Gedanken, den ich habe, könnte das. Nee, reicht nicht. 15 würden reichen. Kriege ich ja nicht hin. Dann bräuchte ich den dann nicht mehr backen eigentlich. Ah, egal. Jetzt packen wir ihn. Komm, was soll's. So. So. Aufs Dach. Und jetzt, reißen wir das da wieder ab. Und machen das da mal dahin. Da können... Da muss auch der Baum wieder gepflanzt werden. Manchmal. Also hier, das kann weg, das kann weg. Ach, hier ist auch noch ein Knopf. Und ein Knopf. Und dann... Warte mal, so. Ach nee, ist falsch. Wie wär's denn damit? Das habe ich mir so viel Mühe gegeben. Und alles umsonst. Ist nur die Frage, macht man nur die 2 oder macht man durchgängig? Das ist immer die Frage, ne? Mal kurz. Ist was runtergefallen? Eigentlich. Warte mal, die Hand nicht an der Maus. Ist immer sehr gut. Hier hätten wir fast den Rundumweg. Naja. Ist fast all. Ach, das ist so tief. Dann ist es wahrscheinlich all, bevor wir da einen praktischen Nutzen rausziehen können, ne? Naja. Komme ich auch nicht mehr rein, ne? Nein! Nein! Ach, hallo. Ein Ozelot. Nein! Nein! Was für ein Talent. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Das macht mich einfach fertig. Warte mal, ich kann mich nicht dücken. Dann gehe ich nochmal hier aufs Gras, dann mache ich so. Hallo, Ozelot. Ich will dir gar nichts tun, aber ich muss hier arbeiten. So steht es im Arbeitsvertrag, da habe ich keine Wahl. Dann machen wir es so. Das konnte man ja vorher auch nicht. Also wir konnten ja unten dran keine setzen. Und jetzt können wir es halt, ne? Ich habe von die Ecke eigentlich gleich abgerissen. Also so die Ideenfindung ist ja auch immer so ein Prozess, ne? Das geht ja auch nicht so ratzefatze. Den Fisch für dich hätte, Otzi, dann würde ich dich vielleicht sogar noch zähmen, dass du dann lieb zu mir bist. Du bist ja keine Katze mehr, leider. Oder zum Glück, weil du bist echt ein schönes Tier. Du bist ein so schönes Tier, bist du. Ein so schönes Tier. So schön bist du. So schön. So. Genug der Ozelot-Liebe. Ich weiß gar nicht, ob, so sagen darf, ne? Ozelot Liebe nicht, dass er am Ende irgendwie Dinge impliziert. Das ist ja heutzutage immer so. Alles ist direkt ein Skandal. Mau? Wieso macht der Ozzi Mau? Warum ist da... Jetzt ist... ja. Jetzt noch eine Frage dazu. Die hätte ich noch. Sieht das gut aus? Ist die erste Frage. Eigentlich 2 Fragen dazu. Sieht das gut aus?
Ich mache mal einen Screenshot und lasse mir mal in den Kopf gehen. Ja, das ist halt die große Frage, ne? Ich finde, das sieht eigentlich gut aus, ne? Erstaunlich gut. Da machen wir gar nicht mehr mit. Die Spitze oben, die ist halt jetzt so Lipstick-artig. Also das vielleicht, da machen wir vielleicht doch noch was mit. Wie reiße ich jetzt dieses Gerüst am besten ab, dieses Schreckliche? Wo geht's denn runter? Da. Plop, 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 plop. Du wunderst dich auch, das Gerüst zu regnen, oder? Wie ist das mit dir scharf? Bist du da entspannt? Wie es so vor dich hin platzt, ne? So, da liegt auch noch eins. Oh, hier liegen auch noch welche. Ist gar nicht so einfach, alle Gerüste wieder einzusammeln. Das ist immer so ein Ding. Erstmal eine Kartoffel. Ach, da ist wieder ein Otzi. Das ist ja schon schön an so einem Dschungelbiom. Vor allem, wenn kein Dschungel da ist, weil es ja die Alpha simulieren soll. Oh, noch ein Otzi. Ach, ich lieb's hier. Mit den vielen Otzis ist supi. So, da kann man schön aufs Dach gehen. Weil ich wollte hier... ich mach's doch so. Warte mal. So, so. In der Hoffnung, dass ich nicht fünfmal hier hin und fünfmal dahin muss. So, ist da oben noch was? Nein. So, warte mal. Haben wir hier... Achso, einen Baum müssen wir noch wieder pflanzen, ne? Das war der Plan. Da soll er da wachsen. Ob das da was gibt, weiß ich aber nicht. Und wenn wir den... Gut, wir können nichts wegschwemmen, das ist positiv. Weil wir... Nee, haben wir nicht. Sonst hätte ich jetzt den Brunnen nämlich mit hier denen gemacht. Kriegen wir auf keinen Fall nicht genug hin. Sei denn, wir tun noch diesen Stein hier nochmal backen. Hab ich den jetzt einfach einen zur Seite gehabt? Nee, hab ich nicht. Ich hab grad schon gedacht. Oder hatte ich hier nicht noch Stein? Ach, ich hatte ja noch hier glatten. Ach, dann kriegen wir im Brunnen ja doch hin. Das ist gut. Das heißt, wir werden jetzt hier kurz mal ein bisschen fluten, aber wie gesagt, es passiert ja nichts. Weil, ach, das sind jetzt die hier. Die will ich da gar nicht. Wobei doch könnte man auch, wenn man, besser finde ich aber die anderen eigentlich. 6 Stück, das reicht mir ja auch auf alle Fälle. Das finde ich irgendwie mauriger, vielleicht könnte man es innen setzen, also da dann da. Warte mal, wir machen das nochmal weg hier und machen jetzt die hier mal hin, guck mal. Das geht natürlich auch, aber das ist mir in dem Fall nicht so. So, guck mal, das meinte ich. So finde ich das ganz cool. Dafür gibt es ja die Stufen auch. Jetzt werde ich nochmal abgetrieben. Und der Zeppling, der wurde natürlich auch mit weggeschwemmt. Ist klar, und dann können wir innen drin können wir diese Platten noch setzen. Das finde ich irgendwie ganz... Oder hier. Die Steine hier so schwimmen, ne? Latsch. Und dann können wir hier nämlich auch noch... Die Mauer ist auch nicht hohl, also ist nicht leer, ne? Sollte sie nicht sein eigentlich. Dann ist es hier so mit Fliesen ausgekleidet. Ein verfließter Brunnen. Noble, noble. Nobel geht die Welt zugrunde. Sagt man ja so schön. Warte mal. Könnte... So, was haben wir hier noch? Da haben wir ja noch so ein Dachmaterial zufällig dabei. Es ist jetzt ein, ups, ist ein anderes Material als sonst, aber warum? Jetzt geht es ja vielleicht auch hier an der Stelle. Dass der Brunnen so ein bisschen Schutz bekommt. Ich habe das irgendwie oben drauf gesetzt. Wenn ich noch ein bisschen rumklappe, dann kriege ich's. Ja, aber so natürlich nicht.
Was haltet ihr denn davon, wenn wir die Luzi dann holen, die den Weg bauen darf von hier nach Hause? Ihr seid alle dafür, dann werde ich ihr das direkt bestellen. Da ist sie mal ein paar Stunden beschäftigt. 8 oder 12. Na, das tut ja auch mal gut. Ich glaube, ich sammle jetzt wahrscheinlich von der Seite hasserfüllte Blicke ein. Verdient, muss man dazu sagen, verdient. Also, das ist doch hier ein Mist. Ich muss nämlich hier noch was arbeiten und jetzt sitzt sie bei mir und muss ich das anhören, was ich hier erzähle, was nicht leicht für sie ist. Es wäre für niemanden leicht übrigens. Außer für die Freiwilligen. Also das bist dann wohl du. Schätze ich. So. Die Frage ist, wie kriege ich jetzt meinen Deckel da eins höher? Gar nicht, ne? Wenn ich hier eine Ecke hinmache, das ist nicht so gut, ne? Ist wohl besser, wir lassen die Ecke auf. Kann ich das bitte haben? So schwer kann es ja auch nicht sein, Mensch. Denke ich, da lang ist, glaube ich. Weiß nicht, ob das kürzer ist. Bin mir nicht sicher. Muss ich mir jetzt hier wieder einen Hilfsblock setzen, damit ich da den Knubbel drauflegen kann. So. Es hat halt dann hier so diese. Aua. Ne, weil da ist ja halt wegen dem Platz, ist halt die Ecke abgesägt. Es hat auch einfach kein Vertun. Man könnte vielleicht noch so einen Verstärkungsbalken hinsetzen oder vielleicht. Nee. Das verbindet sich ja auch gar nicht. Vergiss den Verstärkungsbalken. Ich hab nix gesagt. Und das alles zu wunderschöner King's Quest Musik. Aber das geht jetzt, ne? Gut. Wir haben ja hier noch diese kleine Hütte. Wir haben noch draußen auch Schafe und wir haben hier doch vor allem auch Wolle. Da können wir noch ein paar Betten reinstellen, aber mein Bett nehme ich trotzdem mit. Vielen Dank. Und wenn wir zurück nach Dings, ach hier, das muss ich auch noch machen. Wenn wir zurück, vielleicht bleiben wir doch noch ein bisschen länger hier und das Loch ist zwar irgendwie praktisch, aber es ist auch ultra hässlich. Haben wir noch Cleanstone? Ja, das ist doch wunderbar. Dann schlage ich jetzt die Scheibe ein. Der Ocelot staunt, der Fachmann wundert sich. Und da machen wir auch noch ein Ding hin. Das ist irgendwie ein bisschen. Es gibt der Sache etwas mehr Massivität. So. Hier können wir jetzt erstaunlicherweise, auch hier staunt wieder der bewanderte Zuschauer, können wir einen Weg graben. Oh. Ich glaube, das müssen wir abstützen. Das auch. Besser ist das nicht, dass uns das auf den Deckel fällt. Will ja keiner. So, hier fehlt jetzt noch, wir haben oben noch Bruchstein, ne? So. Das ist ein. Nee, aber Musiker. Musiker ist auch nicht so schlecht. Den nehme ich jetzt auch mal an mich. Ich nehme auch die direkt mit, aber wo sind denn die ganzen Bruchsteine drin? Ich dachte, wir hätten so viel Bruchsteine. Also ich glaube, der Bruchstein ist hier, wenn ich so drüber nachdenke. Wahrscheinlich ist das so. Viele Möglichkeiten gibt einem das nicht mehr. Ich gucke nochmal hier in die Kiste, wenn nicht, müssen wir nochmal kurz runter. Da ist auch Eisen da mittlerweile. Ach, guck mal hier, es war doch noch ein bisschen mehr Bruchstein da. Ich wusste es doch. Ist doch alles gar kein Thema. Nur, dass ich wieder alles vergessen habe. So. Dann machen wir hier unten. Ich hätte auch eine Schaufel als Angebot für dich, bevor du mich würgst. Es wird halt ein bisschen weniger. Hier unten ist halt so, hier ist so eine Moosi-Ecke, ne? Da tut einfach das Moos so vor sich hin. Machen, ne? Kennst du? Was Moos so halt so macht, wenn es frei hat und Zeit zu machen, was es tun will. Ich bin auch mit dem, was Moos so tut, im Alltag gar nicht so bewandert, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
du Moos erfahren bist oder jetzt nicht so. Da sind die Menschen ja auch verschieden. Ich meine, nicht jeder ist gleichermaßen Moos erfahren. Das weiß man ja. Da gehen die Erfahrungswerte ja weit auseinander. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, man macht es doch besser so. Also, so. Nein, so nicht. Das ist, das will keiner. Aber möglicherweise so. Dann kann ich hier noch rausgraben. Guck mal, und hier. Da in der Ecke finde ich den Moos wieder ein bisschen verschwendet. Aber hier können wir noch ein bisschen Moos machen. Wir brauchen noch ein bisschen Moos übrig für die Burg. Genau, das passt doch ziemlich gut. War das die Musik oder war das ein Zombie? Wenn das hier der Zacken wäre, dann wäre hier aber kein Zacken mehr, ne? Ich hab doch einen Zacken in der Krone. Bald. Hell. Sag mal, ich gehe jetzt hier so runter, ne? Also, das soweit ist klar. Da brauche ich aber hier doch auch wieder. Das hilft ja alles nichts. Weil das muss ja schon durchaus, das muss dann doch so sein, ne? Und dann würde man hier tatsächlich unser Fensterding auch noch mit einbeziehen, so ein bisschen. Das ist ja blöd. Das passt ja gar nicht so. Aber so könnte es passen. Das ist dann so versetzt halt, ne? Das ist auch nicht das, was wir wollten eigentlich. Das wird schwierig hier. Das organisch einzuflöten. Den eigentlich einflöten. Das schafft mich. Das ist ja viel zu hoch hier. Guck mal, das sieht doch überhaupt nichts aus. Dann müssen wir da allein deshalb flache Pöppel drauf machen, damit das nicht so völlig abgehoben ist, oder? Wir haben ja zufällig noch zwei flache Pöppel am Mann, ne? Vielleicht sieht das dann ein bisschen weniger schlimm aus. Aber wenn man hier vielleicht auch noch Pöpel reinmachen würde, dann könnte das vielleicht gehen. Dann wäre hier ein höherer Pöpel. Und dann würde... Ach du gute Güte, ist ja eine riesige... Ich bin ja tief beeindruckt. Warum haben wir denn die Bruchsteine getrennt? Hatten die Streit? Das muss aber dann schon wieder die Höhe sein hier, ne? Aber das ist ja auch... Achso, es geht jetzt nur noch steil bergauf. Ne? Aber da haben wir trotzdem vorher eine ganz gute Lösung gefunden gehabt. Oder auch nicht. Das. Weiß nicht so genau. Warte mal, dann müsste ja hier so sein. Grund. Diese leidenschaftliche Untermalung des ganzen Gesprächs mit diesem Grund ist toll. Und dann noch eins höher, ne? Und dann springe ich hier wieder runter und grabe. Nee, dann will ich nicht. Das ist mir zu teuer. Warte mal. Wenn das hier schon das Erhöhte ist, dann wäre das hier das Erniedrigte. Ach ja, das ist ja... Dann ist ja das hier so. Wie schräg kann das werden? Sehr. So, wir sind jetzt auf Bodenniveau. Das ist aber auch wieder nichts. Guck, das geht einfach zu steil hoch und außerdem. Ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Sind es denn Hasen, die im Pfeffer liegen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer im Pfeffer liegt. Ich weiß nur, der Ocelot kriegt es gleich mit der Panik zu tun, wenn ich hier über ihm bin. Das ist noch soweit ganz gut. Aua. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss mir das erst von unten angucken, glaube ich. Bevor ich den einfach wegklöppel. Dann ist der hier so... Also das hier macht ja noch Sinn. Man glaubt es nicht, aber das hier macht noch Sinn. Aber dann... Da siehst du ja wieder auch gar nichts mehr, ne?
Das wird am Ende, sieht das wahrscheinlich entweder voll gut aus oder voll schade, aber wir wissen es jetzt noch nicht. Ich glaube, schade. Meine Tendenz ist, dass es voll schade aussieht. Nee, geht eigentlich. Aber hier, das. Ach, da siehst du, war aber gut, dass ich nochmal geguckt habe, aber war auch gar nicht nötig. Hallo Otzi. How are you? Da könnte man aber hier so eine Säule bis unten machen, ne? Ich finde auch, man könnte das eigentlich hier mit Erde auskleiden. Vorteil ist, wir haben den Popel hier los. Und können hier noch hinpopeln. Und dann können wir den Felsen wegmachen und ziehen hier so eine. Einfach so eine Säule runter. Warum da genau die Erde hält, das weiß auch keiner. Jetzt macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, ohne jetzt viel Sinn zu machen. Oh, es ist Nacht. Friedlich ist hier ja nicht. Ich gehe mal schnell nach da oben und hier lang und da lang und... Ich habe immer noch das Gefühl, die Tür sollte mittig sein. Aber das geht auch gar nicht. Ist ja vier breit, ne? Sehe ich doch richtig. Irgendwelche Bösen? Bösis. Nur Otzi ist da. Und Otzi ist da. Die Lotten. Die Lotten leisten mir Gesellschaft. Das ist schon lieb. Also, ich brauchte nur eine. Jetzt kriege ich wieder sechs. Man kriegt das auch immer nur, wenn man es nicht will. So. Dann machen wir das auch hier so. Aber das ist eine Säule, die macht auch so keinen Sinn, ne? Also, bei aller Liebe, aber... Psst. Bumm. Ah, lieber einmal blicken. So, jetzt, und wenn man da jetzt noch eine Erde wieder drauf puppelt. Guck mal. Und dann aber hier auch, ne? Ah nein, das Kostbare. Das lassen wir da nicht drin. Da kommt dann einfach eine Erde rein. Das ist eh das Billigste, was wir machen können. Was ist los mit euch? Hm? Seid ihr die Bremer Stadtmusikanten, oder? Ja, so geht's eigentlich. Brauch mal eine Kartoffel. Achso, Betten wollte ich bauen. Das wird nicht besser heute mit mir. Ich lege hier mal so einen Begrüßungsstein hin. Ja. Machen wir noch ein paar mehr hin. Und dazu halt noch so ein bisschen ausgegrabenen Weg. Das mochte ich nicht. So. Ja. Dann ist das hier jetzt auch so verkleidet. Das ist aber nicht spawnsicher, ne? Wenn hier gar kein Licht. Ach so, wir brauchten ja noch. Ach, wir haben ja noch ein paar. Also ich glaube, hier sieht es besser aus, wenn man das so macht. Ich würde hier noch eine Fackel hinsetzen. Ja, hier ist auch besser. Man sieht nicht wirklich was, das gebe ich zu. Es ist halt eine Fehlkonstruktion. Dafür ist niemand gefeit. Niemand, sage ich dir. Niemand. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Aber wir haben auch diesen. So, ich glaube, hier spawnt nichts. Da auch nicht. So. Und da auch nicht. Wildes Fackelboosty. Das ist nicht wirklich ein Verteidigungsweg, ne? Das muss man einfach sagen, sonst ist halt der Aufgang. Mit der Kutsche fährst du halt da nicht hoch, ne? Das ist klar. So. Das ist jetzt der Anfang des Weges sozusagen zurück. Könnt ihr jetzt den Weg auch nochmal da so rüber graben. Da kann ich jetzt leider nicht runtergraben, weil ich erst die Dings weghacken. Jetzt kann ich aber wieder hinsetzen, ne?
Ja, das geht dann schon. Ich meine, der Weg führt ja eigentlich hier so lang, ne? Brauche ich noch ein bisschen Gras daneben, sieht sonst komisch aus. Ich grab ihn jetzt einfach mal so ein bisschen. Auch weil wir es können, ne? Darf man nicht vergessen. Ich habe einen Zombie gehört. Ich weiß aber nicht wo. Wie der mir ins Ohr gegrunzt hat, obwohl er weit und breit nicht zu sehen ist. Da hinten auf den Ortzi. Kein Zom-Zom-Zom-Zi. So. So. Kommt hier eine neue Fackel hin. So. Wo der Zombie ist, weiß man nicht. Hier nicht. Aktuell zumindest. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Steinsäge zu bauen gerade, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Wenn wir schon da sind und solche Möglichkeiten haben. Nee. War das der andere? Der normale Cleanstone? Nee, die Puppe will jetzt keiner haben. Normaler Cleanstone. Wir haben keinen Cleanstone mehr, ne? Ich habe jetzt auch so... Ist noch oben Bruchstein gewesen? Oder hier noch? Habe ich den jetzt komplett verbaut, ne? Jetzt sollte er langsam zu Ende gehen. Dieser beleuchtete Gang da ist so phänomenal. Es ist aber ein schöner Lichtbug, gib's zu. Wir haben alle in Minecraft schon viel Schlimmeres gesehen als einen so hell erleuchteten Gang. Möchtest du mir widersprechen? Es ist hier auch noch hell geworden, das ist ja ganz großartig. Also hier ist ja echt nicht gruselig. Im Flutlicht. Ich baue hier mal kurz ein bisschen was ab. Dass wir noch ein bisschen Bruchstein wieder auf der Tasche haben. Hier ist auch so eine Wand noch. Also er glaubt jedenfalls, diese Höhle wäre Tageslicht. Da bin ich mir ganz sicher. Und aus diesem Grund ist die so hell. Aber ihr kennt ja die Gründe. Ist ja reinkopiert. Da ist irgendwas nicht so ganz richtig gelaufen seitens des Reinkopierens. Naja. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, ich habe aber wieder ein bisschen Bruchstein. Ich hole hier mal noch ein bisschen was weg. Soll ich das hier noch kurz ausschaufeln? Vielleicht ist da Kohle dahinter oder so. Das ist komisch, auch wenn die Höhle so hell ist, man traut dem Frieden halt nicht, ne? Aber man braucht nicht so viele Fackeln setzen, solange die Höhle Tageslicht ist. Aber ich glaube nicht, dass hier Kohle ist. Aber hier wird es langsam dunkler tatsächlich. Ich bin erstaunt. So. Fühlt sich schon fast ein bisschen höhlig an. Oh, guck mal, da war die versprochene Kohle sogar. Wer hat denn damit noch gerechnet? Dass ich das würde halten können. Was? Was ist das hier? Was für ein komisches Loch. So. Ich hänge hier trotzdem Fackeln hin, auch wenn es wie Tageslicht aussieht. Ich traue dem Frieden nicht. Ich falle hier gleich runter, ne? Nicht tief, aber doch. Fall ist Fall. Eben im Lied, ne? Dieses. Ich hoffe es zumindest. Tut mir auch leid, dass ich den Dorfbewohner-Zombie letztens nicht am Sound erkannt habe, aber das war mir doch fremd. Bäh. Ist im Lied oder läuft hier jemand rum? Nein, steht fest, ein Creeper ist es nicht. Oder war das etwa ein Enderman? Er kapiert es halt auch nicht, ne, mit dem Blockstates hier, dass es hier nicht über Tage ist. Ich glaube, es ist wirklich ein Lied. So ein schönes Lied und dann so ein komisches Geräusch darin, dass Leute in Höhlen Panikattacken bekommen. Selbst wenn es Flutlichthöhlen sind.
Oben dürfte Nacht sein. Nee. Ist einfach nur so dunkel. So, was wollte ich jetzt mit dem Stein anfangen? Ach so. Ach, guck mal, ich habe noch Ziegel gebacken. Ich glaube, ein paar Sachen kann ich hier lassen. Zum Beispiel diese Erde. Also einen Erdeimport brauchen wir ja nun wirklich nicht. Ich muss aber eh die Folge beenden. Also heute geht hier keiner mehr weg. Ich guck's jetzt nochmal, ob es damit geht. Vielleicht habe ich mich da... Jetzt backe ich wieder mehr, als ich wollte. Ist ja auch egal. Also. Jetzt geht's aber. Guck mal, dann können wir nämlich Stufen und so sparsamer herstellen. Und ich wollte, das hatte ich ja ursprünglich schon vor, als ich noch träumte. Ich wollte das ja eigentlich draußen stehen haben. Und in dem Falle macht das auch echt Sinn, weil eine Säge, die macht halt echt schon brutal Dreck, ne? Da gibt's kein Vertun. So, ne? Da kann man Steine sägen. Was wollte ich die denn eigentlich? Was war denn damit? Ach, jetzt weiß ich, wie ich euch fordere. So, wir brauchen 4 Stück. Jetzt habe ich es wieder gelernt. Ich konnte es doch schon mal wieder, oder? Naja. Ach, guck mal, da ist die Fackel da. Ich weiß nicht, ob das besser aussieht. Aber man kann es ja... Entschuldigung. Man kann es ja mal probieren. So, es ist Nacht. Dann nutze ich die Gelegenheit und verabschiede mich. Ach, wir hatten ja hier auch noch einen unendlichen Brunnen uns angelegt, den wir... Haben wir den benutzt? Oh, guck mal, die Fenster sind auch noch falsch. Die würde ich noch einschlagen, wenn wir noch Scheiben haben. Ja, haben wir. Ein Clear. Ein Klug. So, jetzt haben wir noch eine Scheibe übrig. Besser eine Scheibe übrig als eine Schraube locker. Und siehst du, ich habe wieder 4 Gerüste verloren. Die sind garantiert noch irgendwo da oben, aber ich wüsste nicht wo. Jetzt haben da 4 bleiben. Die Kohle bleibt bei mir. Der Moosbrunnen, den wollte ich nach oben noch anbringen, ne? Oben an der Burg. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber wir kommen ja wieder. So ist es ja nicht. Und da wir wiederkommen, ist es nicht so schlimm. Und heute geht hier eh keiner mehr weg. Blöd ist, das müsste ich jetzt eigentlich noch hochbringen. Sonst habe ich das eine hier, das andere da. Aber dann ist es halt so. Da gibt es kein Vertun. Achso, die Knöpfe sind hier auch noch. 12 Stück. 12 Knöpfe, toll. Und hier ist das Werkzeug für... Hier Werkzeug, ne? Ja, da kommt das Werkzeug zum Werkzeug. Was soll denn das? Ach, guck mal, hier sind noch Fackeln. Naja, eigentlich müsste ich die aber auch nicht exportieren, ne? Haben wir auch keine Not zu. Denk. Ich wollte oben auch Betten machen, habe ich auch nicht gemacht. Alles vorgehabt, alles versprochen, nichts getan. Siehste, die wollte ich mitnehmen. Meine Dias. Noch in der... Oh, wieso will ich denn eigentlich die... Hier, guck mal, wir lassen die Eichenstämme einfach auch mal hier. Ist ja als Baumaterial doch auch nicht so ungut. Das Gefühl, wir werden hier belagert von Monstern der Nacht, aber ich kann mich irren. Sieht halt auch gar nichts, ne? Hallo? Da hinten? Oh, da, guck mal da. Das ist ein Enderman. Oh, jetzt bin ich einen Schritt zur Seite gegangen, jetzt sehe ich nichts mehr. Das ist ein Enderman, ne? Da. Der wird aber auf die Entfernung nicht auf uns reagieren, denke ich mal. Nö. Der weiß gar nicht, dass wir ihn angucken. Der ist so sensibel, wenn er es weiß, aber wer es nicht weiß, ist ihm auch eigentlich egal. Na dann. Gute Nacht, ihr Lieben. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.